Freunde und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Was ihr da gerade gesehen habt, den kurzen Ausschnitt, das waren die Vorbereitungen zu unserem Gulasch. Ich möchte heute einen Gulasch machen und ich möchte euch mal zeigen, wie schnell es geht, ein herzhaftes, kräftiges Gulasch zu machen. Und zwar eine Riesenportion. Wir haben ja jetzt die 5 Liter Ofenhexe. Normalerweise machen wir Gulasch immer so mit 1 Kilo, 1,5 Kilo, also bis zu 1,5 Kilo, eher weniger. Und heute machen wir gleich mal über 2 Kilo. Und der Grund, es gibt ja immer einen Grund, warum wir das machen. Wir waren heute auf so einem Bio-Bauernhof, der hatte Tag der offenen Tür. Also wirklich interessant, wie heute mit der Mast und mit der Melkerei, wie das alles funktioniert. Das ist schon krass. Und da haben wir uns Fleisch vom Viehweidhof gleich mitgebracht. Und zwar hier so ein Rindergulasch. Das war mega. Also Bio-Fleisch, da habe ich das bezahlt für das Gulasch. Aus der Keule ist das. 15 Euro, etwas über 15 Euro. Da haben wir noch bei unserem Metzger ein Schweinegulasch dazu gekauft. Das kostet fast 14 Euro. Also, hallo? Da ist das Rindfleisch da sogar billiger gewesen. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bereite jetzt alles vor und wenn ich denn soweit bin, dann hole ich euch mit dazu und dann zeige ich euch, wie wir hier mit unserer Stoneware ruckzuck ein perfektes Gulasch machen. So, hier werde ich mich nochmal zwischendurch, und zwar Zwiebeln geschnitten. Wir haben im Keller noch so Rinder von gehabt, den möchte ich mitverwenden. Und wir werden uns eine Brühe richten. Und da nehme ich euch gerne mal, oder möchte ich euch gerne mal mitnehmen, weil da gibt es so einen kleinen Trick. Was heißt Trick? Das ist mir aufgefallen. Ich pfeffer meine Brühe schon, wenn ich die jetzt aufgieße. Dieser Pfeffer kriegt einen absolut intensiven Geschmack und das Tomatenmark, das geben wir auch gleich mit dazu. So, da haben wir unsere Brühe, das ist Gemüsebrühe, also Instantbrühe, und ungefähr einen Teelöffel Pfeffer mit 70 Gramm Tomatenmark. Und wer das noch nicht probiert hat, der sollte das mal machen. Das ist so, also mit dem Pfeffer, der schmeckt so intensiv, wenn der hier heiß gemacht wird, das ist gigantisch. Also probiert es mal aus. Ich finde es eine tolle Idee und es wird, also wer Pfeffer mag natürlich, der wird so richtig intensiv. Gut. Nicht so groß ist das gar nicht, aber einmal in der Mitte durch, dass wir das dem Schweinegulasch anpassen. Das habe ich hier. Das habe ich schon geschnitten und ich mache das immer so. Die Größe finde ich das eigentlich ganz, ganz praktisch. So, da haben wir auch die Größe. Das sollte eigentlich reichen. So, hier haben wir unsere Ofenhexe und da kommt das jetzt gleich alles einfach rein. Den Backofen, den heize ich jetzt auch gleich vor auf 240 Grad. Mache ich mal mit Umluft. Unsere Karotten. Der Sellerie. Das sind 100 Gramm. Dann habe ich hier ein paar Pilze für den Geschmack. Die wollen ja nicht jeder oder jeder mag ja nicht Pilze. Die sind jetzt nur für den Geschmack drin. Und wer sie nicht will, dann muss sie sich halt raussuchen. Unseren Lauch, den habe ich ja immer TK, den schneiden wir uns noch ein bisschen kleiner, der bleibt drinne und der soll so gut wie es geht verkochen. Ja, die schneiden wir uns, die Ringe schneiden wir uns klein. Klein geschnitten. Auch gleich mit in die Ofenhexe. So, jetzt wird es dann auch schon eng, gell? Ja, mehr darf da auch nicht rein. Gut, das sackt noch ein bisschen zusammen. Das werden wir jetzt gleich ein bisschen würzen. Wir haben schon
eine würzige Tomaten, eine würzige Brühe, also nicht mehr so viel mit dem Salz. Noch ein bisschen Pfeffer. Hier haben wir scharfen Paprika. Ein bisschen Pep darf schon dran sein am Gulasch. Und ganz wichtig, Paprika edelsüß. Da darf ordentlich was dran. Das sind 3 gehäufte Teelöffel. Also ich schätze mal 3 Esslöffel sind es, die dürfen da gerne ran. Dann geben wir das Tomatenfleisch aus der Dose dazu. Die Dose spülen wir nochmal mit der heißen Brühe aus. Dann haben wir unseren Bratenfond oder wie immer Rinderfond. So, jetzt müssen wir schon mal gucken. Wir wollen ja viel Soße. Jetzt kommt noch die Brühe dazu. Ganz viel werden wir da nicht mehr brauchen. Den Rest heben wir uns auf. So, das wird vom Platz her doch ziemlich eng. Das hätte ich jetzt nie geglaubt, aber da ist ja auch ein Haufen drin. Ein Kilo Zwiebeln, ein Kilo Schweinefleisch, Kilo Rindfleisch und von dem anderen Gemüse. Und jetzt kommt das in den Backofen und dazu man könnte jetzt die Servierplatte nehmen zum Abdecken. Mir ist das wieder zu voll geworden und ich möchte die nicht so doll einsauen. Ich nehme unseren Zauberstein und das zeige ich euch gleich, der kommt da drauf. Backofen ist auch schon vorgeheizt. Achso, ich sollte euch das überhaupt mal zeigen, gell? Schaut's mal her. So schaut das jetzt aus, also richtig schön voll. Deckel drauf und ab in den Backofen. So schaut die Geschichte jetzt aus. Ich mache mal das Licht aus, dann seht ihr das besser. Und Klappe zu. Wie gesagt, der Backofen ist auf 240 Grad vorgeheizt. Und wenn er das jetzt wieder erreicht hat, dann schalte ich ihn gleich runter auf 200 Grad. Und hier haben wir unsere Restbrühe, die wir immer brauchen. Das sagt er jetzt alles noch so ein bisschen zusammen. Wir wollen ja beim Gulasch, für mich muss da viel Soße dabei sein. Und das wird dann noch verwendet, beziehungsweise müssen wir das zum Andicken haben. So, das war es jetzt eigentlich schon mit der ganzen Arbeit. Die Paprika kommt fast zum Schluss rein. Und wenn es dann soweit ist, dass ich nochmal in den Backofen reinschaue, dann seid ihr mit dabei. Das war aber eigentlich schon die Hauptarbeit, die wir hatten mit dem Gulasch. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn es aus dem Backofen kommt oder ich reinschaue, dann seid ihr mit dabei. So, zwischendrin schneide ich gleich die Paprika, die sollen ja auch noch mit rein. Ich hoffe, dass die noch Platz finden nachher, aber das kriegen wir schon hin. So, zwischendrin den Backofen runtergestellt. Das heißt, wir haben die 240 Grad wieder erreicht und haben ihn so ungefähr 10-15 Minuten haben wir jetzt bei 240 Grad das Gulasch da drin gelassen und gehen jetzt runter auf 200 Grad. Schalten wir uns noch die Uhr ein auf eine Stunde 10. So. So, Freunde, der Backofen piepst. Eine Stunde und 10 Minuten sind rum und jetzt schauen wir mal gemeinsam rein, was da passiert ist. So. Ja, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Aber es braucht noch. So, das werden wir uns jetzt andecken. Hier habe ich 2 Esslöffel Mehl. Ja.
Das geben wir jetzt dazu, was reinpasst. Ja, würzig ist es genug. Jetzt zeige ich euch noch was von der Reinigung. Ich habe hier ein nasses Tuch. Seht ihr das? Wie einfach das zu reinigen geht. Das finde ich an so einer Stove so klasse. So, ohne Deckel nochmal in den Backofen, dass das Mehl noch gart. Wir kochen derweil unsere Kartoffeln. Kartoffeln gibt es diesmal dazu. Wir machen immer ersten Tag Kartoffeln, zweiten Tag gibt es Nudeln oder Reis. Und heute gibt es noch ein paar Bohnen dazu. Die koche ich jetzt und in der Zeit sollte das eigentlich dann auch fertig sein. Wenn das soweit ist, dann hole ich euch noch mal kurz dazu. Jetzt hätten wir beinahe die Paprika vergessen. Die muss ja auch noch schnell rein. So, ihr seht schon, ich habe mal wieder übertrieben mit der Menge. Das Ding ist übervoll. Also das werde ich im Rezept ein bisschen anpassen. Also mit 2 Kilo Fleisch und dem ganzen Gemüse, das passt nicht ganz. Und dann noch drei Paprika. Da ist dann auch die große 5 Liter Ofenhexe etwas überfordert. Es passt, es wird wahrscheinlich funktionieren, aber es ist kein schönes Arbeiten. Wie immer läuft mir mal wieder die Zeit davon. Ich schalte den Backofen jetzt wieder hoch auf 240 Grad, dass die Paprika schneller garen. Die Bohnen sind nämlich schon wieder fertig. Die Kartoffeln brauchen noch 5-6 Minuten und dann sollte das hier auch passen. So, die Kartoffeln sind jetzt auch gleich fertig. Jetzt müssen wir nur noch mal kontrollieren, ob das auch genug angedickt ist. Nicht, dass wir hinterher die böse Überraschung haben und es ist uns dünn. Ja. So, dann nehmen wir gleich mal eine Paprika raus und probieren die. So, die Paprika probiert, die ist bissfest, also sie ist noch knackig, aber das wäre jetzt schon in Ordnung. So, Kartoffeln sind fertig und wir holen das Gulasch jetzt zusammen raus und werden das auch gleichzeitig probieren. Oh, ist das eine Menge, ha? Ist das nicht klasse? So, eine Riesenportion. Perfekt. Da ist unser Sellerie, den nehmen wir nachher noch raus. So, hier haben wir unser Gulasch und unser Gemüse. Also erstmal ist es wichtig, die Paprika. Sehr gut. Also wissen wir ja auch, wenn wir Ofengemüse machen. 20 Minuten ist eine perfekte Zeit. Jetzt haben wir hier das Schweinefleisch. Also das könnte noch ein bisschen was vertragen. Gut, Gulasch schmeckt sowieso ja erst am zweiten Tag. Jetzt das Rindfleisch. Das dürfte dann ja noch mehr brauchen. Da macht es halt wieder die Qualität. Super. Mega. Und hierfür brauchen wir jetzt einen Löffel. Für die Soße. Das Rindfleisch schmeckt so klasse. Jetzt die Soße. Klasse. Für mich dürfte es etwas schärfer sein, aber ich esse ja nicht alleine. Gut. Eine ganz einfache Geschichte. Wie gesagt, das Fleisch hätte noch ein paar Minuten gekonnt, aber es ist in Ordnung. Wer mehr Zeit hat oder wer sich mehr Zeit lässt, der lässt es einfach 2 Stunden drin, dann ist es garantiert fertig. Aber so haben wir jetzt schon ein ganz leckeres, perfektes, für mich perfektes Gulasch. Es würde mich freuen, wenn ihr das nachmacht und mir in den Kommentaren schreibt, wie es euch gefallen hat. Wir machen unser Gulasch schon seit Jahren so, beziehungsweise wir nehmen den Ofenmeister. Jetzt mit der großen Ofenhexe konnten wir die doppelte Menge machen. Wo ich aber nächstes Mal etwas weniger machen werde, das ist kein schönes Arbeiten. Es passt rein, aber es ist kein schönes Arbeiten. Gut, das war's. Ich mache euch vom fertigen Teller natürlich wieder ein schönes Bild. Es hat mich wahnsinnig gefreut, dass ihr dabei gewesen seid. Wenn ihr wieder dabei seid, freut es mich natürlich noch mehr. Abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr nichts mehr. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.